Ja, Leute. Hallihallo, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Splatfest. Ja, die Zeit ist gekommen, dass wir uns wieder Schlachten liefern in diesem Spiel. Alles einsauen, was wir können. Gucken, dass wir alles in unserer schlimmsten Farbe streichen. Und dass mein Ohr wieder komplett zerstört wird. Von demjenigen, der in der Leitung sitzt. Ich sag das nur. Es stimmt. Ich lese es auch oft genug in den Kommentaren, dass ich ihn mal leiser stellen soll. Das war kein Flame. Übrigens. Hab ihr alle lieb. Ja, das diesjährige, also diesmalige Splatfest ist ein bisschen anders als die anderen. Zum einen, weil man es erstmal in den Neuigkeiten von Switch an sich gar nicht als Splatfest erstmal identifizieren konnte. Und weil sie sich auch was Besonderes für die Lobby ausgedacht hatten. Also einmal für draußen und auch einmal für hier drin. Für draußen kann ich euch ja auch sofort zeigen, ne? Also ihr seht schon, allein am Dekor ist das hier ein bisschen anders jetzt. Ihr Fisch sieht ein bisschen anders aus. Ist halt das Springfest. Nicht das normale Splatfest, sondern das Springfest. Haben sich ein bisschen wieder selbst übertroffen. Sogar der Splatcast sieht ein bisschen anders aus diesmal. Hallo? Dark? Achso, sein Mikro funktioniert nicht. Ja. Was ist übrigens das Thema für das jetzige Splatfest, während wir hier gerade noch warten? Was ist das süßeste Ostertier? Besser gesagt, das knuffigste Tier generell? Küken, Hase oder ein Bärchen bzw. ein Babybär? Und ich war für Team Karnickel. Ich hatte auch mal selber einen Hasen. Also, Küken finde ich jetzt nicht besonders putzig. Ich weiß, dass sie putzig sein können. Kannst du jetzt reden? Hallo. Jetzt kannst du reden. Ja, ich hatte, meine Razer-App, die hat nicht funktioniert. Dadurch hatte ich keinen Sound mehr. Beziehungsweise das Mikrofon hat nicht funktioniert, aber der Lautsprecher hat halt funktioniert, dass ich dich gehört habe. Das ist ein Fehler, den Discord auch mal generell haben kann. Also über Twitch konnte ich dich hören, über Discord war alles stumm. Ist doch alles gut. Ja. Ist man zur Abwechslung mal direkt von Anfang an da? Das freut mich. Sonst kommst du immer eher zur zweiten, dritten Runde. Ja, das liegt ja auch daran, ich bin es eher mehr gewohnt, um 20 Uhr zu spielen. Und da ich ja 19 Uhr immer mein Abendbrot esse, dann verzögert sich das auch so ein bisschen. Ich wollte mir damit einfach nur eine gesündere Schlafenszeit machen, dass ich früher anfange und früher aufhöre. Ja, Entschuldigung, jetzt. Ja. Komm gleich wieder. 20 Minuten. Jetzt muss ich doch alleine spielen? Ja, ich hab doch gesagt, ich muss doch duschen. Du Stinkmorschel. Ja, ich stink halt, sorry. Na, guck mal, sogar das, was man am Anfang sieht, ist ein bisschen anders. Da kommen so Bubbles. Jetzt hatte ich gar nicht darauf geachtet, ob in OBS das überhaupt ausgeschlagen hat, dass man ihn hören konnte. Ah, niemand muss man ja alle selber machen, ne? Wollten meine Kühling noch werfen. Die Trisuke habe ich vorher null gesehen. Ach, stimmt ja, diese Feierkarten, die sind ja jetzt Standard geworden. Ich vergesse immer noch, dass die existieren.
kam man von der Seite. Ja, und bei euch so, Leute? Ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Tag. Nein. Wird sich nicht von der Seite geschlichen. Das ist illegal. Pika habe ich schon wieder mitgenommen. Und wieder einen erledigt. Erste Runde könnte direkt ein Victory sein. Jawollo! Sogar eine andere Win-Musik. Sie wollten aus diesem Splatfest unbedingt was Besonderes machen. Wenn es eine andere Loose-Musik als sonst gibt, dann lasse ich eine Loose-Runde mal drin. Aber dann auch, wenn der Kollege da ist. Damit man die auch auf YouTube mal hört. Ach, wie schön. Das ist die neueste Map, die dazugekommen ist. Die hatten wir, glaube ich, ein einziges Mal während eines Streams. Der halt auch auf YouTube später gelandet ist. Immer wieder. Ja, habe ich gefühlt hier alles alleine. Wie ein Reh im Scheinwerferlicht. Also ich meine nicht gerade. Sakura vernichtet. Wieder ein 0% einfallsreicher Name. Wäre ein Wunder, heutzutage generell Einfallsreichtum irgendwo zu sehen.
Nope. So will ich nicht abdanken. Hab ihn erledigt. Okay, das ist definitiv eine Win-Runde. Ich meine, wenn wir schon in der Base stehen. Läuft doch. Im Übrigen, was Streams angeht, ne? Ich hatte das heute auch noch mal als in einen Kommentar bei YouTube, ne? Bitte fragt nicht, wann ein Stream stattfindet. Also vor allen Dingen nicht unter YouTube. Geht einfach auf den Community Discord Server. Da steht es meistens, wenn ich den Community Stream ankündige oder generell auch eine Ankündigung für Streams an sich. Und ja, für Twitch selber, ihr habt einen Streamplan, den ihr jederzeit nachgucken könnt. Deswegen, ich wollte das nur mal eben kurz nochmal erwähnen. Eventuell lasse ich das auch eben kurz für YouTube drin. Wie ich das sage. Für YouTube drin. Die Ansage mit dem Streamplan, dass man nicht nachfragen braucht, ja, ob ich streame. Weil ich hatte das heute in den YouTube-Kommentaren. So. Hast schon gesehen? Die haben neue Musik für alles jetzt nur für dieses Splatfest gemacht. Ja, ich habe schon gespielt. Heute Morgen. Ich habe auch jetzt mal den. Der sagt schon. Ja. Ich kann nicht in deinen Kopf reingucken. Das DLC habe ich jetzt auch ausprobiert. Endlich! Ja. Und warst du erfolgreich oder wurdest du vernichtet? Hast du Ort Nuckel schon in den Hintern getreten? Nochmal, das habe ich nicht verstanden. Ob du Ort Nuckel in seinen kleinen Hintern getreten hast? Ort Nuckel? Also ich habe bis jetzt nur drei Bosse gemacht. Einmal die ganzen Octolinge, dann diese eine Drehscheibe und halt Marina. Ah, okay. Dreimal habe ich damit das gefehlt. Ich hab. Ja, anfangs ist es. Anfangs ist das DLC schwer, aber sobald du ein paar Runs gemacht hast, wird es richtig einfach. Vor allem nachdem du gelernt hast, halt, wie die Bosse funktionieren. Also bei der Drehscheibe kann ich dir als Rat geben. Versuch das oberste so schnell wie möglich kaputt zu machen, weil du musst nicht unbedingt alle Dinger kaputt machen, es reicht, wenn du das oberste vernichtest. Okay. Und wenn du, diese Kugel hattest du auch schon, oder? Welche Kugel? Okay, dann sage ich dir da, noch nichts. Das Nette ist, je öfter du die Bosse fertig machst, umso mehr Infos kriegst du ja über die und dann hast du irgendwann die Infos, wie du die halt easy richtig schnell kaputt machen kannst. Ja. Die geben dann auch die Schwachstellen und so weiter preis. Nebenbei, wenn du Infos zu den Waffen freischalten willst, beziehungsweise zu den Chips, ne? Du musst einmal das komplettieren. Also nicht einzeln sammeln, sondern. Ich meine nicht zu den Schlüsseln, sondern wirklich so beispielsweise zum Färbungsschip, Reichweitenschip. Du musst die einmal, wirklich einmal die Leiste da komplett voll machen dann. Ja. Dann kriegst du erst die letzten Infos. Also du musst beispielsweise fünfmal den Reichweitenschiff, damit dann hast du alle Infos zum Reichweitenschiff. Hier, fass meinen Controller aus an. Ach, warte, jetzt kann ich mal endlich gucken, red nochmal.
Ja. Ah, okay, es schlägt aus. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, ob es ausschlägt. Ist eh eine Loose-Runde. Ne? Tschüss. Und tatsächlich haben Losrunden neue Sounds. Also lasse ich die mal drin, damit man die hört. Du warst ja eh dabei. Was hast du denn da? Shiny. Ich hatte Spaß. Mal zählen? Nee. Keine Ahnung. Er glaubt doch selber nicht. Doch. Ich glaub's. Kicken! Chicken Nugget, ey. Oh, lecker. Da hätte ich jetzt Lust drauf. Die Verspeise zum Frühstück, was hältst du davon? Ey, unser Team bringt Glück, Hasenpfote. Wenn du es sagst. Hasenpfoten bringen Glück. Haben gerade verloren. Davor hatte ich zwei Runden gewonnen. Ja, hast du jetzt ja ein bisschen Videomaterial. Ist ja nicht doof, wieso, wenn der ein Kind schaut, wieso hau ich denn nicht ab und schieße? Ich hab's gemacht. Ich bin sogar auf die Fläche extra gerannt, wo ich mich nicht untertauchen konnte, nee, Hauptsache aus dem Bereich. Ich bin bewusst auf die Taste gekommen. Ich weiß nicht so. Also ich bin sogar in den Bereich geflüchtet, wo keine Tinte möglich ist. Wo man nicht untertauchen kann und langsam ist. Ich hab ihn mitgenommen! Wie hat er... Obwohl er einen Tintendüse hatte, habe ich ihn mitgenommen von unten. Vergiss die Feuerkracher nicht, ne? Das sagt der, der sie durchgehend vergisst. Mann! Kann der mal aufhören, von meiner Linse zu gammeln? Ich will schießen und da steht ständig einer in meiner Schussbahn von unserem Team. Und blockiert meine ganzen Schüsse damit. Aber er selber schießt gar nicht. Hab ihn. Ich hab dich hier schon gerecht, keine Sorge. Deswegen spiel ich diese Dreckswaffe nicht, ey. Warum nimmst du sie? Weil ich sie mal ausprobieren möchte. Ne, aber nicht mit der Waffe. Mann! Diese Mika geht mir auf den Keks. Ich bin der Entspannte und das Salz kommt aus der anderen Leitung. Tot. Ich nicht. Ich doch auch. Ja, guck mal, läuft doch. Ba, ba, ba. Wie man die Teddybären jetzt fertig für alles, was er getan hat. Wie könnt ihr den unterstützen? Gut, tun wir auch, wenn wir für die Bär GmbH kämpfen, aber trotzdem. Ja. Ich verstehe es auch nicht. Dann gehe ich halt links. Aber vielleicht ist das der Sohn von Papa Bär.
Meinst du, meinst du, das macht es viel besser? Ja. Meinst du, der Sohn ist wie sein Vater? Wie der Vater, so der Sohn, heißt es doch immer. Das ist doch nicht alles kaputt. Ich glaube, diesmal haben wir ein besseres Ding, kann das sein? Sag mal, wie treffe ich den nicht? Der bemerkt mich ja nicht mal, selbst wenn ich ihn ins Gesicht schieße. Hey. Wie kann es sein, dass ich den nicht gekillt kriege, der mich nicht mal dann bemerkt, wenn ich einen Meter vor ihm stehe und ins Gesicht schieße? Das ist doch peinlich. Ja, das ist allerdings peinlich. Dann soll er mich zumindest bemerken, wenn ich ihm ins Gesicht baller. Das Ding hat so eine massive Streuung, die scheiß Kanonen. Ich weiß schon, warum ich die nicht mag. Ich kann es mir bei dir auch vorstellen. Ja, erstmal den eliminiert, der spawnen wollte, und der hat dasselbe gemacht wie ich, einen Meter hinter einem stehen, aber nicht treffen. Oh lol, oh shit! Ich habe einen den Sprinkler zerstört und währenddessen den Gegner eliminiert. Jetzt höre ich jetzt mal die ganzen Eier da, die ich habe. Ich habe jetzt einfach wirklich weggeworfen, weil die mich jetzt wenig interessieren. Ich habe den Kampf gewonnen! Ich hab's gewonnen! Ja! Weißt du, dem, der direkt vor mir steht, den treffe ich nicht, aber der 5 Meter mit Höhenabstand von 2 Meter nach oben, den treffe ich perfekt. Ah, reicht mir Flosse. Ja, nein, mache ich nicht. Ich hab keinen mehr Peter in der Hand. Kannst ruhig anfassen. Man ist jedes Mal traurig, wenn du Hand in die Hand fasst. Vor allem, wenn du direkt neben mir stehst. Oh, Arenen haben sich geändert. Du hast nur 3 Subs, sehe ich gerade insgesamt. Was? Insgesamt. Wer hat dich denn alles abonniert? Außer ich. Ich weiß, dass Sunny ein Abo geschenkt wurde. Ah ja, Sunny habe ich ein Abo geschenkt. Ich habe Sunny ein Abo geschenkt, ja, stimmt. Warte, irgendwo kann man das nachsehen. Aktivität. Followerlist. Irgendwo kommt man das mal nicht nachsehen. Na, sonst kann man ja googeln, wo man das nachlesen kann. Ich glaube, Akai, also du hast auf jeden Fall vor 3 Tagen Abo gemacht. Haben wir selber, glaube ich. Du hast Dracula Junior ein Abo geschenkt und du hast Sunny ein Abo geschenkt. Achso, ach stimmt, Dracula, ja! Der war ja, da hast du ja dieses eine Spielgeschiff, wo man dich jetzt richtig zerstören konnte als Zuschauer.
Man hätte auch nett zu mir sein können, aber nein, man wollte nicht. Nein, man hat lieber Gott auf mich losgelassen. Was ist? Man hatte lieber Gott auf mich losgelassen. Ja, oder wie üblich einfach mal eben kurz die Base wegfressen lassen, damit Gott auch sauer auf mich schön wird. Das macht nicht mal Sinn. Das Vieh zerstört die Base. Endlich läuft bei der Film. Und ich krieg die Strafe. Endlich auf diesen Film warte ich die ganze Zeit, um den YouTube-Zuschauern zu zeigen. Guck, das ist der Film, den ich die ganze Zeit meinte. Endlich läuft er mal wieder. Ich frage mich, was genau die sich gedacht haben mit dem Film, ne? Also diesen Kurzfilm. Ich glaube, ich habe den nicht angeschaut. Sag mal was? Alter, wie viel laut du bist. Ich sollte doch was von mir geben. Ja. Die Map mag ich schon eher. Zumindest solange es kein Dreikampf ist. Ein magisches Eher? Was für ein magisches Eher? Ich hab magisches Eher verstanden. Bist du high? Ja, ich bin high. Ich bin so high, dass ich nicht mehr ragen kann. Das ist doch was Gutes. Ja, doch. Sei froh. Weniger Bearbeitung. Ich muss ja nur bei Beleidigungen was wegmachen, oder? Der kommt hier bestimmt hoch. Oder bei bestimmt. Oder bei bestimmten Kontexten, das ein oder andere. Hier ist gegnerische Tinte überall. Bei dieser Karte. Da ganz unten, da gammelt einer. Ja, aber die Leute hassen, weil die können dann von der Mitte aus so hoch. Das ist richtig behindert. Man muss gefühlt mehr die Mitte im Auge haben als alles andere. Sag mal, wollten die Gegner mir eigentlich alle Hunger machen? Da heißt einer Popcorn. Mein Hund ist gestorben. Nein. Welcher Verbrecher hat hier gefärbt? Oh nein! Ich hab voll vergessen, dass der Sepiato nicht den Absprung hat, sondern den Greifer. Der Greifer ist absolut beschissen als... Ja, der Greifer ist generell das beschissenste von allen. Als Sepiato, ist er absolut beschissen, ich mag ihn nicht. Ich mag den Greifer an sich nicht. Also mit dem Kalligrafen ist der ganz in Ordnung. Weil dann kannst du einmal rübergehen und denen richtig eine Klatsche geben. So, da fährt man einer in der Basis. Oh. Oh, ich hab ihn erwischt, geil. Na, das war das Schlechteste von allen. Aber wir gewinnen doch so, von daher ist... Ihr macht das. Boah. Hat so Leute die gegnerische Basis, ah. Das ist so. So schlimm. Yay! Ich höre diese Maulgeige oder wie das hieß. Die ganze Zeit bei diesem Victory-Song raus. Ja. Das kann sein. Maulgeige vor allem. Ich weiß nicht, ich weiß halt nicht, wie das Ding genau hieß. Wie viel Geld habe ich? 663.000, das ist gut.
Ich kann eine andere Waffe nutzen. Ja. Endlich. Was? Pluviator 24A. Brauche ich mir nicht mehr. Knallschwapper, komm her. Das sieht aus wie ein Bambusstock. Oh nö, du hast den Müll im Pluviator. Wieso Müll? Halt mal den Schild. Ja, der geht sehr schnell los. Ach, weil der nicht lange durchhält oder was? Der hält nur ein, zwei Schüsse aus. Ja gut, aber der macht sehr viel Schaden, muss man sagen. Das ist nicht schlecht. Die Abwehr ist der komplett scheiße. Ist egal, ich brauch nicht viel Abwehr. Ich kenne die da sowieso zu schnell. Ist sowieso, also ich habe sowieso Waffen. Ich spiele sowieso gerne Waffen, die du nicht so gerne spielst. Das ist irgendwie meist immer so. Also was Platoon angeht, sind wir echt gegensätzlich. Weil ich verstehe, was gute Waffen sind. Garantiert nicht. Du hast wohl eher den beschissenen Geschmack. Nein, du. Du. Nein. Okay, mein Tintenschock ist bereit. Hab ihn. Du hast mich gerettet, mein Freund. Ach, du warst tot? Ja, ich habe ihn aber sehr gut gedämmt. Ich hätte 90 Schaden bekommen. Die Seite ist das Beste. Meistens kriege ich einen Assist wenigstens, wenn ich den treffe. Die Reichweite ist jetzt... Ist jetzt nicht kacke, sag ich dir ehrlich. Es gibt bessere Reichweiten, aber... Ach nee. Boah, setzen die aber auch alle Fähigkeiten zusammen ein. Dirk, ich verrate dich! Alle, da, nutz. Oh, ich hab ein Kugelschild. Tintenwall und Kugelschild. Oh, der hat geleckt, der Typ. Sehr auf jeden Fall. Hab ihn trotzdem mitgenommen. Bis jetzt beschwere ich mich nicht bei dem Proviator. Ich habe ihn erwischt, obwohl ich ihn nicht gesehen habe. Ein neuer Höhepunkt. Upsen. Das wollte ich nicht. Dark, ich komme. Ich war da. Boah, ich wurde nicht getötet von hinten. Das ist doch gut. Ich habe wieder so viele Eier. Ey. Aber das müsste gereicht haben. Aber. Moin. Ja. Was so? Nein, mehr nie mehr. Kann ich nicht einfach AFK gehen? Warum? Ich hasse die Map. Ich hasse diese Map so sehr. Ah, wenigstens einer. Der fährt? Ja, guck mal, wo der Rest ist.
Ja. Ich habe einen Knallschwapper, ich bin nicht dafür gedacht, hier vor hinten noch alles zu färben. Ich habe Bluviate, das ist genauso schlimm. Also bei dir, das funktioniert besser als mit mir. Ja, das, ich würde sagen, ja, das schon. Aber so viel Bereich färbe ich nicht. Bei dir ist es einfach nur der Tintenverbrauch, der da richtig reinscheppert. Sonst geht das eigentlich ins Färben. Boah, den habe ich aber schnell eliminiert. Mit einem Ordnungsplataner wurde ich vernichtet. Von wo? Ich muss dich verraten. Das Verraten war nicht das Schlimme. Den Gegner sieht man sowieso sehr schnell auf der Karte. Weil alles sehr beengt ist. Ein bisschen komisch. Ich war vom Luffys und vom Feierkrachen umzingelt. Abhauen keine Chance. Nutzt es. Nein, ich hätte noch einmal schießen müssen. Egal, ich habe die aufgehalten. Dadurch haben wir gewonnen. Ja. Ich bin einfach reingerannt und das hat einfach geholfen mit der Waffe. Du musst einfach mit der Waffe reinrennen gefühlt. Ich bin da vorne hingesprintet. Die drei Flecken, die du bei denen drüben siehst, sind von mir. Ja, sehe ich. Ich sehe es sogar im Stream. Boing, 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 rein, rein, rein. Da hat noch einer das DSC gedacht. Die Maske kriegst du nur durch das DSC. Ich glaube, ich stopp den gleich. Nervig. Was schickst du mir denn jetzt? Ich kann jetzt nicht nachschauen, ich muss zocken. Wenn's Mittelfinger ist, dann... Nein, es ist was Friedliches. Wahrscheinlich Tom und Jerry, oder? Zusammen diesmal. Wie die mich auslachen. Du wolltest, dass ich mir ein Eis kaufe. Lolli in Form eines Bananen. Das zensierst du jetzt nicht. Weil ich Bananen. Diese Runde wird sowieso auch gewonnen werden. Das haben wir gerade eben auch gesagt. Nein, das habe ich nicht gesagt bei der vorherigen Runde. Vorrücken habe ich gesagt, da waren drei Leute, die sich alle kannten. Da, knutze es! Kannst nicht nutzen. Den Schild habe ich nämlich super geworfen. Bin zu weit an der Frontlinie. Zu weit an der Ostfront bin ich. Ah, warum haben die immer alle Waffen, die weiterschießen können? Endzap, das kann doch nicht weiter schießen. Als mein Pluriator. Der Endzap hat eine sehr gute Reichweite. Ach komm, hören wir ja, auch mit dem. Ja, hat aber auch eine gute Reichweite. Konnte ich auch mit. Guck, ich kann aber schon sehr weit schießen. Alter, wieso treffe ich den nicht? Der. Ich treffe
gerade auch nur so halb. Nein, der schießt mich jetzt nicht mit der Zensuka runter ab. Was machst du da, Shining? Versuchen zu leben. War das wohl in deiner... deiner eigenen Tinte versucht zu baden? Oh Scheiße, er macht dasselbe bei mir. Ich bin extra zu denen hin, um den Tintenschock zu machen, und er hat dasselbe bei mir gemacht. Also mit dem Knallschrauber direkt treffen ist halt nicht ja, so einfach. Jetzt wundert sich im Nahkampf. Ich war gerade im Nahkampf, hab dreimal gebraucht, drei Schüsse gebraucht auf ihn, und er ist noch nicht gestorben. Und jetzt habe ich den anderen gerade gewonnen. Oh, ey. Das Spiel. Warum gibt mir nie einer Griffel? Ich hab doch keinen Schild mehr bei der Hand. Das Leben besteht sowieso nur aus Warten, von daher. Willst du links färben? Ich färb rechts. Ach, Junge! Ich färb gerade, ja, ich weiß, du hast eine Links-Rechts-Schwäche. Keine Sorge. Ja, das ist nichts Neues für mich. Normalerweise. Irgendwen soll ich treffen. Normalerweise habe ich das ja wirklich nicht. Aber mein Gehirn hat heute so. Kackt gerade so ein heute. Wieder. Boah. Ja, das sieht wie Schüsse aus. 50? Junge, der hat gerade 5 meiner Splatling-Schüsse gefressen. Junge, ich bin dabei. Du bist dabei, in der Tat. Du hast die Teilnehmerurkunde erreicht, Shining. Gern geschehen. Mehr war halt auch nicht drin. Den habe ich gesnippt. Den habe ich gesnippt. Gehen wir wieder zurück. Wir haben die gerade einen Mensch in unserer Basis. Oh, Hiebe! Ich habe ein Problem, wenn sie an mich rankommen. Nein, kann ich nicht. Deswegen habe ich ja gerade eben mit einem Fragezeichen auf den Kommentar geantwortet. Entschuldigung, wenn ich nicht immer auf die Kommentare reagiere. In den Runden ist es schwer, immer darauf zu reagieren. Ja, was? Warum ist da eine Klecksbombe, wenn ich hochspringe? Ich bin auch fast in der gestorben. Also ich habe keine Ahnung, was du da versuchst zu schicken, Safti. Wie habe ich das überlebt. Ich weiß nie, ob wir das gewonnen haben. Das ist...
Doch, haben wir gewonnen. Genau, 50%. Ja. Eigentlich könntest du mal wieder... Hast du eigentlich die Funktion, dass ich wieder deine Waffe auswählen kann? Nein, schade. Noah tanzt doch gerade. Erinnerst du dich noch damals an meinen Kommentar, was ich mit dem Tanz gesagt habe? Verstehen. Dass du willst, dass ich für dich tanzt. Nein, ich glaube, nicht mal das war das. Das war ein anderer Kommentar, als ich da drunter was geschaut habe. Weißt du es noch? Nein. Ich will jetzt nicht unbedingt explizit erwähnen. Nein, ich weiß es nicht. Ah. Ich weiß nur, dass wir jetzt die Teddybären fertig machen. Stelle, wo sie Haut zeigt. Also. Nee, ich verrenne mich immer noch nicht, was du willst. Ja, ich erzähl dir gleich. Aber jetzt. Du wartest einfach nur darauf, ob es eine Loose-Runde ist und ob du es mir dann erzählen kannst, ne? Nee, nicht mal deswegen, generell. Ein Stream wird ja auch 14 Tage ungefähr aufbewahrt. Je nachdem, wie man es sich einstellt. Du hast es so eingestellt. 14 Tage und dann tschüss. Manche stellen ihre Streams so ein, dass der eine abgespeichert wird und der andere wiederum nicht. Die Einstellung verstehe ich nicht. Easy kill. Aua. Ich genieße die Musik gerade. Ja, er hat mir die genau vor die Nase gesetzt, ey. Ja, wenn du sowas zu spät bemerkst, bist du RIP. Nee, ich hab's ja gesehen, wie er die eingesetzt hat. Ich bin geflüchtet und währenddessen hat sie auch nicht geworfen. Ich hab ihn mitgenommen. Und das ist ein bisschen was anderes. Ich vergesse die ganze Zeit, ich habe die Kakaobo-Bombe. Und ich vergesse natürlich die Existenz der Kracher. Ich glaube, ich darf entweder für Kracher, für Tinferno entscheiden oder für diesen Sauger. Ich habe beides genommen, ich bin in beides reingestuft. Ich habe keine Tinte! Der Tipp war easy, keine Sorge. Ich hatte ein Schild oben! Twitch hat die geilsten Spiele. Während eine der Antworten, warum wir zum, am meisten Twitch hocken. Warum hockt ihr eigentlich auf das? Ich hab ihn noch erwischt. Bei Steam ist der Spielemarkt recht tot, würde ich jetzt. Ach, ich habe keine Tinte. Das Gute ist, er auch nicht. Würdest du sagen, dass ich tot bin? Also, bei Steam sehe ich selten ein gutes Spiel. Omega Quark, da war jetzt wieder so eine Ausnahme, was wir ja vor kurzem entdeckt haben, ich und Akaya. Aber im Normalfall ist Steam Store echt tot. Es ist nicht so, dass wir überhaupt keine PC-Spiele spielen, aber die meisten guten Spiele sind halt wirklich bei der Switch vorhanden. Vor allem was Koop angeht. Also wenn es um Koop geht, dann würde ich sowieso alles, was von Nintendo kommt, bevorzugen, weil PS4 und vor allem Xbox sind so gut wie gar nicht mehr Multiplayer-freundlich. Zumindest was Koop angeht. Da sind die irgendwie komplett, als würden sie im Versus-Modus dagegen hängen. Entweder meint er irgendwie das Lieblingsspiel, was du schon auf der Switch gezockt hast. Vom Game-Typ. Ja. Shooter
Also so PvP-Shooter ist Splatoon auf jeden Fall auf Platz 1 bei mir. Das ist nämlich auch der einzige PvP-Shooter, den ich generell mag. Das ist eine ewig lange Liste, die man durchgehen kann. Rennspiele. Rennspiele? Mario Kart hat gewonnen. Visual Novel mag ich so überhaupt nicht. Machst du nicht, Vision? Visual Novel hasse ich. Auch so diese Battle Royale Games kann ich absolut nicht ab. Battle Royale basiert ja wirklich einfach nur darauf, in erster Linie, ob du wirklich Luck hast und was Gutes direkt zu Anfang findest. Wenn nicht, bist du ja tot. Egal welches du jetzt als Beispiel nimmst, PUBG, Drecksnight. 1Z1. Ich verheimliche nicht mal, dass ich Fortnite absolut nicht leiden kann. Und das, also ich finde es halt einfach nur disgusting, das Game. Monster Hunter. Ey, das ist cool. Monster Hunter ist mein absolutes Lieblingsgame. Und zwar die ganze Reihe. Wenn ich jetzt mich für einen Teil bestimmen müsste, dann würde ich sagen, das müsste 4 oder 4 Ultimate sein. Das ist der Teil, wo der Dalamadur als allererstes aufgetaucht ist. Das ist mein absolutes Lieblingsmonster Hunter. Schild, du hast mir das Leben gerettet. Ja. Der Schild hat mir das Leben vom Hammer gerettet. Actionspiele würde ich sagen, ist Xenoblade Chronicles bei mir auf Platz 1. Und da würde ich sagen, es ist Xenoblade Chronicles X, weil das einzige ist, was auch tatsächlich Multiplayer hatte. Ich habe das leider nie gespielt. Und das war ein richtiges Open World in Xenoblade. Survival Games? Omega Crafter ist zwar ganz gut. Boah, nicht durch den Sprinkler sterben. Aber ich würde sagen, das beste Survival Game, was ich gedaddelt habe, wäre nach wie vor Sunkenland. Zumindest vom Spielinhalt her. Ich müsste da ein bisschen mehr durchgehen. Also damit meine ich Open World Survival Craft und nicht generell Survival, weil das ist auch nochmal ein anderes Thema. Ja, das ist halt so eine Liste, da kannst du stundenlang drauf eingehen und da kann ich jetzt zig Milliarden Antworten geben. Also, weil es gibt ja auch zigtausend Genres. Genres. Na gut, was die normalen Runden angeht, würde ich dann jetzt sagen, war es das für heute? Eventuell noch Salmoniden? Ja, wir können ein paar machen. Also was die normalen Runden angeht, auf jeden Fall fürs erste Feierabend. Ja, war aber ein erfolgreicher Abend tatsächlich. Hab jetzt auch nicht bedingt was zum Zensieren. Du hast gar nichts zum Zensieren. Auch für, außer wie ich einmal weg. Bananen. Ja, da habe ich doch sogar gesagt, das muss ich zensieren. Ja, aber da wusste ich ja. Und jetzt hast du mir wieder was zum Zensieren gegeben, du Dreckiger. Ich hab nur zensiert. Das ist was anderes. Ich hab nur was zensiert. Ich hab nur zensiert, genau. Ich hab zensiert. Also ja, den YouTube-Zuschauern sage ich einfach mal an der Stelle, hoffe ich, dass es euch bisher gefallen hat. Euch sehe ich dann nach dem Zwischenergebnis wieder. Mit den Twitch-Zuschauern spiele ich jetzt noch ein bisschen Salmoniden. Also ja, euch bis nach dem Zwischenergebnis. Bing-Schwupper!
gibt echt eine neue Bärwaffe. Okay, das hier sieht YouTube, wie ich jetzt den neuen Schwupper nutze. Achso, da hinten. Mhm. Neuer Schwupper, Leute. Und der scheint offenbar wieder Knallschwupper zu sein. So, in Kombination mit diesem Trommelschwupper. Macht der wenigstens Damage? Scheinbar ja, der geht durch. Der frisst aber auch gut. Der neue Schwupper. Also die neue Bärwaffe meine ich. Oh, gegen diese Rasen hier ist ja richtig gut. Beweg dich doch! Oder gegen diese UFOs auch sehr gut. Weil der einfach durch alles durchgeht. Obwohl ich in meiner Tinte war. Ja gut, wir haben verloren, aber die eine Welle, die Welle 2, die zeige ich YouTube trotzdem. Also, er war ein neuer Schwupper, ne? Beziehungsweise war eine neue Bärwaffe. Trifft es wesentlich besser. Eine Kombination aus einem Trommelschwupper und den Knallschwupper, der einfach durch alles durchgeht, das ist ja ultra geil. Auch wenn das Geschoss mir leider ein bisschen zu langsam ist. Die neue Bärwaffe hat was, aber am besten fand ich immer noch den... Bärblaster bisher. Na gut, jetzt aber wirklich YouTube bis nach dem Zwischenergebnis. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zum Splatoon Splatfest, den aktuellen, zu Küken versus Hase versus Teddybär. Welches davon der fluffigste ist. Und wir kämpfen natürlich immer noch für Team Hase, weil das ist das einzig wahre Ostertier. Weil es geht ja darum, welches ist das knuffigste Ostertier, wenn man es ganz genau nimmt. Und ja. Wenn man da nicht Hase wird, dann ist doch was falsch. Ja, das Zwischenergebnis, das steht ja momentan. Also, Triton-Zörner hatten ja Team Bär gewonnen. Die erste Phase haben wir gewonnen. Das heißt, alles darauffolgende, wer jetzt gewinnt, hängt von den Kämpfen ab. Obwohl, wir wissen ja nicht, ob wir Platz 2 bei den Tritons-Phasen hatten. Weil für Platz 2 gibt es ja mittlerweile auch Punkte. Naja, nichtsdestotrotz, ich würde sagen, wir legen einfach so schnell wie möglich los. Ich öffne gerade bei mir eben kurz auf Discord, damit ich mich schon mal in den Call setze. Bei da links, da rechts, da seht ihr ja schon den leeren Platz. Das sieht jetzt so aus, weil ich Discord halt gerade geschlossen hatte und nicht im Call sitze. Seht ihr, jetzt ist es nämlich weg. Eventuell ist Dark ja heute auch wieder so früh da wie gestern. Ich schicke ihm einfach ein Gift, das reicht aus. Um alles auszusagen. Ja.
Also die aktuelle Map für die Dreifach-Matches weiß ich noch nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Das könnte eigentlich eine gute Map für Angreifer und Verteidiger sein. Also hätte ich mal vielleicht mal eine Map, die ausgeglichen ist, weil normalerweise sind die Maps ja wirklich so, als Angreifer hast du komplett schlechte Karten. Also man kann das wirklich fairerweise sagen, Angreifer haben es wirklich schwer bei den Dreifach-Kämpfen. Die Verteidiger haben es da oft sehr, sehr viel einfacher. Vor allem, wenn das zweite Team nicht bedingt darauf spielt, einem mehr oder weniger zu helfen, sondern wirklich, anstatt auf die Verteidiger zu gehen, wirklich nur auf die Angreifer geht. Dann kann man die Runde komplett wegschmeißen. Also, YouTube hat diese Runden nie gesehen, weil solche Runden waren generell immer Loose-Runden. Und wir sind direkt unter den Verteidigern. Na gut, als Verteidiger kann man sich immer am besten erstmal einen Überblick verschaffen. Da muss man auch nicht so hart erstmal aufs Färben gehen. Also klar sollte man trotzdem. Das könnte eine sehr ausgeglichene Map tatsächlich sein. Hat er keine Tinte mehr. Ohne Tinte bist man, ne, ist man generell tot. Den habe ich erledigt. Den habe ich. Sehr runtergesprungen mit den Tintentyrannen. Na verdammt, habe ihn nicht getroffen. Der hat das Ding einmal bekommen. Aber wie gesagt, ich finde, das könnte eine sehr angreiferfreundliche Map sein diesmal. Zumindest in der ersten Phase, auf jeden Fall. Nein, das Ding wirfst du nicht. Guck mal, die erste Runde sieht doch noch gut aus. Erste Runde sah richtig gut aus. Was ist denn das für eine ekelhafte Pose gewesen von diesem Harrison? Die fand ich jetzt wirklich mega ekelhaft.
Nein. Nein. Also so komplett blind auf das Ding zurennen sollte man nie. Wir brauchen ja eigentlich nur die Mitte verteidigen, allein das wird schon mehr als 30%. Wie gesagt, man braucht eigentlich nur die Mitte verteidigen. Ist übrigens toll, dass nachdem ein Surimi eingesammelt wurde, das Ding hochgeht. Nein? Hi. Na? Es schlägt nicht bei dir aus. Ich muss gleich in die Einstellung. Ja. Bei OBS, das schlägt bei dir nicht aus. Also diesmal Dreifach könnte eigentlich auch angreiferfreundlich sein. Ist das die jetzt schlägt es aus. Jetzt schlägt es aus. Oh, haben noch gewonnen. Bei den Dreifach-Matches lade ich jetzt übrigens das Gift da oben immer weg. Weil da kann eh keiner beitreten. Weil es gehen ja nur maximal zweier Teams. Ich habe jetzt zwei neue Waffen. So, ich nehme dann mal wieder den Schild mit, ne? Ich habe übrigens jetzt zwei neue Waffen. Ja, das ist schön. Ach, hast du eine Ordnungswaffen bekommen? Ja, Doppler-Replik und der Bogen. Also, dass du den Bogen so früh durchbekommen hast, das verdient Applaus. Ich hab gelitten, sag ich dir ganz ehrlich. Ich wollte den Octoclixer machen. Ich habe den bei der letzten Phase den Boss voll verhauen. Weil ich die letzte Phase irgendwie... Ich kam da nicht durch. Und dann hatte ich noch von dem Pluviator, habe ich das auch versucht. Genau das gleiche Problem. Der Pluviator war easy. Ja. Also den habe ich beim ersten Mal auch verkackt, aber weil ich da... Aber auch nur, weil ich da kaum Hex drin hatte. Und beim Bogen jetzt habe ich es direkt geschnallt, obwohl ich das Gefühl hatte, dass ich da wirklich schlechter war. Also, das ist echt komisch. Ich muss noch mal bei den Waffen gucken, welche ich hochleveln kann. Ja, ich habe ja noch einige Waffen. Mit Freunden. Also, bei dem Blaster und bei dem Splatada, da müsstest du dich eigentlich richtig freuen. Also, da rasierst du eigentlich durch. Bei dem Blaster und was ist das andere? Beim Blaster und beim... Und beim Splatana. Da rasierst du durch. Die habe ich auch schon. Also wie fandst du denn den Endsong? Fand ich ganz cool. Also, ich weiß aber gar nicht mehr, wie der war. Also, ich glaube, dass ich den gefeiert habe.
Ich hab den auch mega gefeiert. Was ist eigentlich dein Lieblingsspezial-Item? Meins in dem Modus fand ich echt den Hammer. Der Hammer ist sau stark. Trishock, mit Trishock oder Tinferno rasierst du. Vor allem mit Tinferno, damit kannst du jeden Boss one-hitten. Okay. Vor allem dieses Stufending, da kannst du. Da brauchst du nur zweimal das Tinferno werfen und der ist kaputt. Hm. Und mit dem Tintenschock kannst du alles wegmachen, was in deiner Nähe ist. Das überlebt keiner von denen. Ich gehe rechts. Jetzt wollte ich nach rechts gehen und dann gehst du nach rechts. Ja, wir hätten uns vorher auch abstimmen müssen. Also ich hab Schild dabei. Ja. Das Ding hebt sich, sobald man das eingesammelt hat, ne? Also in die mittlere Ebene. Ich hab den Schild übrigens ready. Armin? Armin? Ich leg Schild! Ja, ich hab... Ja. Easy! Oh, scheiße, den ich eigentlich erwischen müssen. Hab ihn! Ich hab, also wenn Skree dich erledigt hat, den hab ich. Ja, der Typ hatte zwei gute Schüsse. Alter, wir haben instant das Surimi-Ding geholt. Ja. Das nennt sich gute Teamarbeit. Na, ich wollte hinter ihm. Den, bei dem Tintagrate muss er von hinten schießen. Also im Übrigen, für die letzte Waffe kann ich dir empfehlen, nimm lieber die Hex mit. Bei der letzten Waffe? Bei der allerletzten Waffe pack einfach alles an Hex rein, was du kannst. Nein, anders kannst du das gar nicht schaffen. Absolut lächerlich. Der Tintegrator hat mich erwischt. Ja, genau. Ich komme gerade in dem Moment aus meinem Krabbenpanzer und dann sterbe ich irgendwann. Ich kann ja gar nichts gegen machen. Ich habe mich gerade kurz gefragt, wieso lebe ich eigentlich noch? Weil ich stand komplett in der Menge und wurde ein paar Sekunden lang nicht getötet. Ja gut, das Verteidigerteam gewinnt definitiv nicht. Was? Spawnschutz? Ey, genau. 5 Sekunden lang Spawnschutz oder was? Oh mein Gott. Genau, der hat einfach 5 Sekunden lang Spawnschutz gehabt. Der Typ. Haben wir aber gewonnen. Egal, gewonnen. Das ist eine angreiferfreundliche Map tatsächlich mal. Und diesmal ist es auch kein halber Sieg. Oh, wir haben die gleiche. Hä, was? Wir haben die gleiche, das gleiche Emote. Ja, das Emote habe ich auch bekommen, ja. Weil ich ja den Story, den Modus geschafft habe. Oh. Blick der scheiß Controller mit Wasser aus der Hand. Dürfen wir mal Verteidiger sein? Oh. Ich bleib dabei, das ist eine angreiferfreundliche Map. Ich gehe nach rechts. Ja, der Spieler hat aber trotzdem überhaupt keine Abwechslung, was das angeht. Also die erste Runde war ich Verteidiger. Wow, deswegen hast du die Runde auch gewonnen. Was hat der für eine Waffe? Ich habe auch eine Angreiferrunde gewonnen gerade eben. Daran liegt's nicht. Ich habe keine Tinte mehr. Allein die Einstellung kann schon viel ändern. Nein.
Ich hab mein Schild ready. Wie das halt einfach durchgehend funktioniert. Das ist genial. Junge, wieso hat der wieder Spawnschutz, ey? Ich hab nie Spawnschutz. Ich google gleich einmal, ob Angreifer wirklich keinen Spawnschutz hatten, okay? Wenn dich das beruhigt. Die haben bestimmt Spawnschutz, aber bei mir wird's wieder nicht angeschaltet. Das brauchst du nicht googeln. So, geh rein da, die Olga. Haben doch beide Surimi-Signale, ich weiß gar nicht, ja, was du hast. Ui, Skill. Wohlgemerkt. Ich bin hinter dir geplatzt. Ja genau, wie kann der wieder abhauen? Hier bei der Basis brauchen wir nicht so wirklich Pferden. Oh, komm. Nein. Das Ding setzt du nicht ein. Alter, ich treffe ihn nicht. Oh, du kannst ja auch gar nichts richtig sehen, ey. Dark. Ja. Warum nein, du standst mir im Weg. Nein, ich hab dir den Arsch gerettet zum Teil. Du standst voll in meiner Schussbahn. Für 3 Schüsse über. Ja, hätte der mich jetzt bekommen, ne, dann wäre süß und saures gewesen. Tag. Nur Spiel. Junge, ich hab ihn 3 Mal angeschossen und er trifft mich gar nicht. Und dann trifft er mich und... Ah, das... Guck, ich war doch ruhig. Ich hab mir jetzt einen Gamecube-Adapter geholt. Ey, der Spawnschutz gilt nur bis zu einem bestimmten Bereich auch. Ah, ja. Hey, ich sterb von meiner Haustür direkt tot, ja. Also zum einen, wenn du beim Maid spawnst, kriegst du keinen Spawnschutz. Ja, das ist auch normal. Und so ungefähr ab Viertelkarte, wenn du inwärts gehst. Beim Haftsprung ist es aber auch normal. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel... Nein, wenn du Supersprung. Wenn du zu jemandem hinspringst. Meine ich ja. Das ist nicht der Haftsprung, genau. Das ist der Supersprung. Ja, du weißt, was ich aber meine. Aber wenn ich schon direkt spawne und direkt von der Tenzuka angeschossen wurde, ich wurde zwar nicht gekillt, aber ich habe Damage bekommen und das alleine reicht schon. Diesen Spawn Protection hält auch nur eine bestimmte Masse an Schaden ab. Ja gut, aber wenn die Tenzuka ja nicht genau trifft, macht die ja an sich nicht viel Schaden. Hallo, jedes Geschoss deswegen macht 60. Jedes einzelne Geschoss macht 60 Damage. Hallo, ja, genau, er hat mir wieder einen Klecks abgegeben, wo er schon tot ist. Ja, nein, das ist doch das Platoon-Leck. Die leckt in das Spiel, leckt doch immer. Ich warte, bis mein Schild voll ist, bevor ich da vorne hingehe. Ich hab damit gerechnet. Nein! Boah, was hat der wieder für. Ja, er hat natürlich eine Waffe, die wieder weiter. Das war ja wieder klar. Jetzt war mein Schild ready. Von meiner Haut. Der gibt wieder alles, ey. Hinter dir. Hab ihn gesehen. Mach mal den Weg frei.
Ich finde es immer noch geil, es funktioniert durchgehend. Ja, zum Glück. Du bist echt der, der hier gerade ein bisschen carryt. Das werde ich meinen Kindern noch erzählen, dass das endlich mal einer zu mir gesagt hat. Die Kinder, die ich niemals haben werde. Mal sehen, ob es auf Video festgehalten wird, wenn wir gewinnen. Danke. Hab dich gerecht. Ich habe Probleme mit diesen Doppeltypen. Aber wir haben nur ein Surimi-Ding, ne? Das hält nur die Grünen davon ab. Das andere haben die Blauen. Ich glaube, den hast du mir gerade abgenommen. Ja, ich habe einen Kill bekommen. Da schieße ich gar nicht erst hin. Ja gut, wenn er diese Rolle macht, dann hält er natürlich was aus, logisch. Dann hat er diesen Schutz in dem Sinne. Und dann, wieso sind wir in der Mitte? The fuck? Weil wir gut sind, Surfwechslung. Ich hab ein bisschen bei Blau genervt. Noobs. Zum Schluss. Mit dir kann man es aber auch nie recht machen. Hä? Es ergibt nicht mal Sinn. Oh, wir waren halt mal gut. Gerade eben sind die teilweise in unsere Basis gegangen. Jetzt sind die nicht mehr in die Mitte gegangen. Ja, es ergibt. Ich will nur was hinterfragen. Warum das so ist. Versteh mich doch. Ich hinterfrage alles. Wehe, hast du ein Salz-Emote geschickt, dann schieb ich dir was rein. Also wenn du das als Salz sichern, sieht es dann bei nicht. Okay. Ja, dann, hättest du aber den Hasen abgeschossen, ey. Ich hab's leider nicht gesehen. Guck, sind jetzt endlich Verteidiger. Ich finde, als Verteidiger hast du es ja aber wesentlich schwerer als Angreifer. Ja, ich will's aber trotzdem ausprobieren. Jetzt, wo ich die Waffe gewechselt habe, ne, das ist ja wieder... Oh nein, ich sehe. Ja, da sind zwei Harder, definitiv. Ich sehe zwei Airbrush. Oh nein, ach stimmt, ich hab den. Ich bin nicht auf deiner Seite übrigens, ich bin auf der anderen. Ja, der färbt aber wenigstens ein bisschen, also beschweren kann ich mich dabei. Immer. Wenn beschweren kann ich mich dabei nicht. Oh, die Eibäume, Mann! Ich hatte den Schild mehr. Ihr macht das, ich bin tot. Ich hasse Doppler! Da ist einer in der Mitte! Hä, hey, wer hat mir denn jetzt den Kill geklaut? Weiß ich nicht, aber ist doch egal, Hauptsache die kriegen das Ding nicht. Nein? Nein? Ja, ne, auch mal da hinten. Man kann mit dem Bassproviator Bomben auslösen? Na, oh, warum macht dieser Bogen so wenig Schaden, ey? Weil die generell nicht so viel Schaden machen, außer du hast die mit den Bomben, die machen mehr Damage als die ohne. Also der hat sich bei mir zurückgezogen und nicht mal eine Kugel abgedrückt. Ich hab die Bombe gesehen, aber da war es schon zu spät. Mitte. Easy Kill. Wir müssen uns eher auf die Blauen konzentrieren, sei ich ehrlich. Ja, da bin ich voll bei dir. Die Blauen sind 10-mal krasser als die Grünen. Im Übrigen, Zollboje geht durch Schilde durch. Oder... Nein, ich konnte nicht springen. Mal wieder. Nein! Und der hatte so wenig Leben noch gehabt. Oh, Gott sei Dank.
Okay, der Spawn ist aber gefühlt ein bisschen buggy, wenn ich das so sehe. Ich hab keine Tinte mehr! Ihr macht das! Wollt ihr gegen Ende das Ding noch einsammeln? Also in den letzten 10 Sekunden würde ich was anderes tun, als dieses Signal einsammeln. Hatten wir es geschafft? Ja. Ja. Aber auch Sackhaaresbreite. Ich verspreche nix. Nee. Ich verlasse mich jetzt auch gar nicht auf dich. Ich weiß, die Waffe ist kacke. Endlich siehst du es ein. Du sagst das. Hör auf damit. Du findest sie kacke. Du kannst da auch nicht, also sagen wir mal so, du kannst da nicht mitspielen, weil du da, ja, weil du da, finde ich, geboren bist. So, andere sagen, das ist eine, schon eine gute Waffe, unter anderem ich, weil ich die gut spielen kann. Kacke. Dein scheiß kleiner Flexroller, Breitroller, scheiße. Schild ist jedenfalls ready. Die haben da auch gerade ein Schild hingesetzt, also ich gehe da gerade bestimmt nicht hin. Ihr nutzt es. Der Typ konnte gerade einen Abschwung einsetzen, obwohl er tot war. Ich konnte es nicht. Absolute Diskriminierung. Das ist eine Diskriminierung gewesen. Ich hasse die Waffe. Aber wenigstens habe ich einen Kill. Also so viel zu deiner 0 Kill, die Bilanz hier. Nie glaubt er an mich, der Junge. Wenn die Waffe war es bestimmt. Aber genau, jetzt hat der Typ das überlebt. Ich hab's diesmal dran gedacht. Ich hab diesmal dran gedacht, den Schild zu setzen. Jawohl. Gut gemacht, Shining. Ich versuche mit dieser Kackwaffe zu treffen. Bin stolz auf dich und deinem Schild. Ja, das ist auch das Einzige, in dem ich carry, das Ding einzusammeln. Mann, ey! Treff ihn doch, Scheißwaffe. Sprichst du gerade für mich? Ich denke mir, du hast meine Gedanken ausgesprochen. Nein, dieser Trommelschwapper, wie oft ich den genau treffe. Ich wollte ihn nur einmal genau treffen. Lächerlich einfach nur. Okay, ich habe mein Schild wieder ready. Es war einer offenbar hochgekommen. Abhauen! Ex! Mann! Mann! Natürlich war es kein Hex, möchte ich nochmal sagen. Ich habe nichts gesagt. Hab's! Ich hab's noch eingesammelt. Ja, ich seh's. Oh, jetzt haben wir sogar noch eine Chance zu gewinnen. Oh, jawohl, Alter! Jetzt habe ich noch ein paar Kills gemacht. Das ist gut. Das könnten wir sogar gewonnen haben. Ich habe das Ding in den letzten 10 Sekunden noch eingesammelt bekommen. Ja, ich bin stolz auf dich, Shining. Du bist echt. Also ich muss schon sagen, du bist heute echt ein guter Mann, muss ich sagen. Du bist hier gerade der Ausschlaggebende, der diese Rümi-Signale einsammelt. Den Lob gebe ich dir. Und scheiße, jetzt ist diese Runde tatsächlich reingekommen, wo ich Hex geschrien habe. Crying for happiness. From happiness. Leider habe ich da. Oh man, die Runde wäre so schön gewesen, hätte ich jetzt nicht. 0 Kill-Bilanz! Ich habe 4 Kills gemacht! Waren aber auch immer die unaufmerksamen Typen, die ich von hinten getroffen habe.
Ja, dein Streak war gar nicht mal so schlecht. Deine KD. Ich hab das Ding. Ja, du, bist halt vor, du hast halt 4 Punkte mehr gefärbt als ich. Weniger gefärbt, aber. Ich, das Surimi-Ding ist auch viel wert, ne? Musst du ja auch bedenken. Und ich habe halt beide Dinger geholt. Ja, der, man muss das halt echt sagen, der Schild carried so hart, wenn man das Ding einsammeln will. Du brauchst als Angreifer mindestens den Schild, sonst kriegst du das Ding nicht. Also das war wahrscheinlich die letzte normale Runde jetzt des Abends. Sag ich mal an dem Punkt. Ultimativen heute nicht geschafft. Hol ich dann einfach offscreen nach. Den YouTube-Zuschauern sage ich an der Stelle mal, wir sehen uns nach dem Endergebnis wieder. Und mit den Twitch-Zuschauern mache ich jetzt noch ein bisschen Semolin. Aber euch YouTube-Zuschauern sage ich auf jeden Fall hier an der Stelle schon mal ciao. Wir sehen uns gleich. Ja, gut Leute, ne? Das war das Brettfest zum Osterfest. Also unser Team hat leider den absolut letzten Platz belegt. Ich dachte schon, dass wir ein bisschen mehr abgeräumt haben. Dass wir bei den Stimmen gewonnen haben, das war mir von vornherein klar. Also, ja, wenn das der Hase nicht gewonnen hätte, dann hätte ich auch nicht weiter gewusst. Oh, aber bei den Kämpfen haben wir offenbar nicht so gut abgeliefert. Obwohl bei uns die Dreifachkämpfe eigentlich richtig gut liefen. Auch die normalen Kämpfe beim ersten Splatfest-Tag, die liefen richtig bombastisch gut. Also da konnte man echt nicht meckern. Aber offenbar, entweder hat unser Team eventuell die Teilnahme verweigert oder der Rest war nicht so gut. Naja, ich drücke jetzt hier gerade übrigens nicht A, weil danach kommt eh nichts. Ja, GG an Team Bär. Ich verstehe nicht, warum ihr den Fiesling unterstützt vom Spiel. Also der wollte ja wirklich die ganze Welt vernichten und in ein Paradies für Säugetiere verwandeln. Aber ja, schön, dass ihr ihn unterstützt habt. Das versteht übrigens nur der, der die Story kennt.
Naja, nichtsdestotrotz, ich hoffe, ihr hattet alle Spaß mit dem Splatfest. Waren ja recht viele gute Runden dabei. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao, Leute. Bis dann.